Wir machen aus einer alten Jeanshose, die aus Baumwolle besteht, haben wir in eine kleine Dose gepackt. Und das verkohlen wir dann, damit das als Zunder quasi ist, damit wir das Feuer entfachen können. Dann reicht nur ein Funken. Zum Beispiel hier mit Feuerstahl. Machen wir einmal so. Das brennt dann auch schon. Dann muss man das Ganze noch anfeuern mit weichem Holz und dann können wir ein Feuer machen. Ich mache hier ein Stapel aus den Ästen, damit wir gleich, wenn das Glutnest fertig ist, das da reinlegen können. Hier lege ich gleich noch einen Kienspan rein. Dann lege ich das hier rein und den zünde ich jetzt an.